So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Guckt euch doch mal an, wie schön herbstlich das ist. Da liegen überall gelbe Blätter rum, da ist ein gelbes Schild, da ist die ganze Wiese gelb, hier alles gelb, der Baum gelb. Und neben dem gelben Baum habt ihr hier noch einen grünen Baum. Und den finde ich so genial, deswegen wollte ich euch den unbedingt mal zeigen, wie der ausschaut. Ich weiß nicht warum. Wie findet ihr diesen Baum? Der erinnert mich irgendwie an irgendeine Dokumentation, irgendeine Savanne, Wüste, Steppe, hin und her, Australien. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mega genial aus. Jetzt muss ich aber die Straßenseite wechseln, denn ich möchte euch noch was anderes zeigen. Das ist das Casino Lichtspiele. Das ist das Kino von Meiningen. Da hängen hier verschiedene Filme dran. Und ein Film, der hier auch mit dran hängt, ist der Halloween Park Film. Da hat der Henry die ganze Zeit gefragt, wie ich den finde. Und ich wusste nicht mal, dass es einen Film gibt, der Halloween Park heißt. In diesem Kino war ich mal mit Iswo damals und habe Skyscraper geguckt mit The Rock. Ne? Das waren noch Zeiten. Grüße an den Iswo. Und weil der Iswo immer sagt, der Iswo, der hat ja immer keine Zeit zum Spielen. Der Iswo, der arbeitet immer mit dem Drücker. Mit dem Knopf, hat er gesagt. Ich habe jetzt wieder 200 Coins zusammen auf meinem Account, auf dem Free-to-Play-Account und bin am Überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe in letzter Zeit nämlich immer die Items hochgeschraubt, damit ich Bälle sammeln kann. Jetzt habe ich gemerkt, mir nützen aber die ganzen Bälle nichts, wenn ich mit dem Auto unterwegs fahre und den Drücker anhabe, dass es keine Pokémon fängt, wenn die Pokémon-Box voll ist. Denn hier bin ich nur bei 500. Ich werde jetzt also nutzen diese 200 Coins und werde mir erstmal wieder eine Erweiterung gönnen bei der Pokémon-Aufbewahrung. Wenn es gehen würde, du drückst fünfmal und nichts passiert. 200 Coins weg, jetzt kann ich 550 Pokémon im Beutel sammeln. Das ist richtig cool, wenn du eine Tour hast, unterwegs bist, kommst zu Hause an, guckst, was es alles gefangen hat. Auf die Art und Weise habe ich letztens erst ein Shiny Traunfugil bekommen. Das ist gedrückt worden, mit dem Klicker gefangen, genauso wie das Driftlon. Das Driftlon kam auch mit dem Go Plus, sagen wir mal dazu. Heute geht es aber eigentlich um die 12 Kilometer Eier. Ich hab mit dem Main-Account so viele Eierbrut-Videos gemacht. Immer wenn ich 12 Kilometer Eier voll hat, habe ich eine Tour aufgenommen, habe dann drei Touren zusammengeschnitten, also 36 Eier. Kann ich mir hier jetzt nicht leisten, möchte aber mal ein Ei-Video machen mit dem Habanero-Account. Und da ich jetzt 12 Kilometer Eier habe, packe ich die alle hier rein. Und werde die in diesem Video brüten und es hängt schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich drücke querbeet einfach drauf, es macht nichts. Digga, was ist das? Jetzt ist das Ei drin. Wie setzt ihr eure Brutmaschine überhaupt? Ihr seht, man kann ja auf das Symbol unten rechts drücken, die Maschine auswählen, dann ist die Maschine aktiv und ihr müsst das Ei noch zuweisen. Oder alternativ, ihr drückt auf das Ei, geht auf Ausbrüten beginnen, wählt dann die Maschine und dann ist sie da drauf. Was ist jetzt schlauer? So drücken oder hier unten drücken und so machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat alles drei Handgriffe und dauert genau gleich. Jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht, ich kann noch die Unendliche noch einsetzen, da ich sowieso nicht mit super Brutmaschinen gerade brüten möchte, sondern mit den blauen, sodass die Eier nicht 6,7 Kilometer brauchen, sondern 12 Kilometer. Und dann kann ich auch die Unendliche nehmen und kann mit der Unendlichen brüten. Dann spare ich mir nämlich wieder ein Ding. Ich bin unterwegs. Wenn die aufgehen, melde ich mich zurück. Wir gucken mal, was da drin ist. Und da müssten einige neue Pokédex-Einträge dabei sein für den Habanero-Account. So, von vielen Eierbrüten wirst du natürlich hungrig. Deswegen sind wir jetzt erstmal zum Imbiss gewandert. Dann haben wir jetzt was am Imbiss mitgenommen. Welches gab es aber leider nicht. Deswegen gab es nur Pommes. Aber jetzt gibt es auch neue würzige Süßkartoffelpommes. Aber die können wir ausprobieren irgendwann, aber heute nicht. So sehen die dann aus, wenn ihr normale Pommes nehmt. Das ist eine Dose Dirty. Danke nochmal an die Zuschauer für den Getränkehalter. Und hier hat sich noch ein Wrap versteckt, ne? Ein Chicken Wrap. Und da drin, liegt noch ein Marzipankind. Guckt, sieht aus wie ein echtes Kind, aber ist aus Marzipan. Kennt ihr das?
wenn ihr das so nachmachen, schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt aber Eier öffnen. So, da sind wir zurück. Die Eier gehen auf. 12 Kilometer Eier. Ich habe direkt auch mal ein Sternstück angemacht. Eigentlich ist hinter uns der Imbisswagen, der immer Donnerstag hier steht. Weil die Schlange aber so lange ist, mache ich erst die Eier auf und zeige euch dann, was es zu essen gibt. Aber das Essen werde ich vor den Eiern reinschneiden, weil nach den Eiern nämlich keiner mehr sich das Essen anguckt. 12 Kilometer Eier. Wir werden die Animation jetzt nicht überspringen. Wir lassen das einfach gemütlich durchlaufen, weil das wird das erste und wahrscheinlich auch einzige Eiervideo sein, was der Habanero-Account je sieht. Das erste ist ein Garnovil mit 7700 Sternenstaub, ist direkt auch Pokédex-Eintrag. Das zweite ist auch ein Garnovil mit 5400 Staub. Mal gucken, was das höchste an Staub ist, was man bekommt. Garnovil fand ich damals immer richtig genial, aber ich glaube, Rabigador ist jetzt auch nichts Krasses, was man unbedingt braucht. Pampa mit 4800 Staub ist das dritte. Ein Skalück dürftig. Hatte ich noch nicht. Ist auch Pokédex-Eintrag. Pampam habe ich schon mal gehabt. Bin ich immer noch traurig. 6700 Staub. Dass der Main-Account zwei Shiny Pampam hatte, ich die mal entwickeln wollte, dass man die mal sieht, wie die aussehen. Und der Account jetzt weg ist. Pionscora, auch neuer Pokédex-Eintrag mit 8400. Wenn ihr Shiny Pampam habt, habt ihr das schon entwickelt, schreibt es mir in die Kommentare. Da ist ein Molung. Molung ist auch neuer Pokédex-Eintrag. Wenn das jetzt ein weibliches ist, dann wäre das schon mal ein Highlight fürs Video. 7675 Staub, weibliches Molung im ersten Ei-Brüt-Video als Pokédex-Eintrag. Noch eins gelügt mit 4800 Staub. Nochmals Galück, wir müssten jetzt bei, weiß ich nicht, vielleicht 8 sein, 9141 Staub. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Noch ein Galück, okay. Ist ja, glaube ich, für die, also Grifeldis, für die Superliga ganz gut. 8800 Staub, noch ein Pampam, Shiny aus dem 12er Ei, das wäre es, 4800. Gefühlt, je weniger Staub, desto besser die IV. So rechne ich mir das immer zusammen. Gladiantri mit 8257. Müssen wir noch mal gucken, ob da was dran ist. Noch ein Pampam. Das sind die Skalück und Pampam Eier mit 9133. Wir fangen jetzt hier beim ersten an. Bewerten das mal. Das hat schon 3 Sterne. Das hat auch 3. Vor allem, wieso ist... Hä? Wieso wird Pampam hier als erstes angezeigt? Ich dachte, wir haben Garnovil als erstes gebrütet. Egal, hier ist auf jeden Fall Pampam, Garnovil, Pionscora, alles 3 Sternige, die sehen sehr gut aus. Dann wird es ein bisschen schlechter, da wird es wieder ein bisschen besser, aber trotzdem alles irgendwie belanglos. Hier wird es ganz schlecht. Das ist ein weibliches Molung, das Teil, wonach sich viele die Finger lecken. Jeder hat gefragt, hast du weibliches Molung, hast du weibliches, lass Mirror Trade machen, Lucky Trade mit weiblichen Molung. Hatte damals einen gefunden, wir haben das getauscht, weil nur das Weibliche kannst du entwickeln. Das ist auf jeden Fall krass, das ist ein Highlight. Auch wenn es schlecht ist, Skalück nochmal hier am Start, nochmal Garnovil. Und das sind 12 Kilometer Eier gewesen. Heute wäre eigentlich Raid-Boss-Wechsel gewesen, aber Darkrai ist immer noch da, noch einen Tag länger. Keine Ahnung, naendig, was das war. Das Essen habe ich euch vor dem Video reingeschnitten, das war es von meiner Seite aus. Was habt ihr zuletzt gebrütet, was war euer Highlight? Meins jetzt das weibliche Molung im ersten Ei, im ersten Molung, weiblicher Molung-Pokédex-Eintrag beim Habanero-Account. So schnell wird es keine 12 Kilometer Eier-Videos mehr geben. Hab nämlich keine Eier mehr und bald keine Brutmaschinen mehr. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es regnet.